Das Geschäft mit deutschen Aktien läuft nur schleppend an. Florian Fischer-Fabian sagt Ihnen, wo sich am zweiten Handelstag des Jahres auf dem Frankfurter Parkett etwas bewegt hat und wo sich nichts bewegt hat. Das ist eine Frage, die gelassen ausgesprochen wird und die sehr schwer zu beantworten ist, meine Damen und Herren. Klar ist, die deutsche Börse auf der Suche nach dem Weg ins neue Börsenjahr. Und noch hat sich dieser Weg nicht herauskristallisiert. Es fällt ungeheuer schwer, hier überhaupt einen Trend zu erkennen. Die Umsätze zwar ein Tick besser als noch gestern, ist auch kein Wunder. Die wichtigen, mächtigen, großen Handelspartner der Welt wieder am Gerät, am Computer. Sie nehmen am Handel teil, mal abgesehen von Tokio. Also die Umsätze ein Tick besser, aber weiter äußerst bescheiden. Schauen wir uns den DAX an und dann sehen Sie auch, dass sich hier wirklich herzlich wenig getan hat. Der DAX nahezu bewegungslos. Er liegt bei 2074,78, so der Schlusskurs. Ein Rückgang also von 4,67 Punkte oder ein Verlust von etwas mehr als 0,2%. Und keiner der Blue Chips stand wirklich im Vordergrund, wie das vielleicht gestern der Fall war. Da hatten wir zumindest einen etwas stärkeren Verlust bei den Automobilwerten. Einige Banktitel gerieten unter die Räder oder auch die drei Farben hat es erwischt. Heute eher so eine Melange aus Plus und Minus. Das ging auf und ab, allerdings die Handelsspanne äußerst eng. Schauen wir uns die wichtigsten Werte an. Wir beginnen mit dem Automobilbereich. Und da haben wir bei den Stämmen von BMW heute einen Rückgang von einer Mark auf 765. Daimler, meine Damen und Herren, verlor 3,50 Mark bei VW. Ein Verlust von 2 Mark auf 417. Und VW litt ja gestern etwas stärker unter der Tatsache, dass es in Spanien bei der Tochter Seat zu Streikdrohungen gekommen war. Heute also hielt sich der Verlust in Grenzen, ein Rückgang von 2 Mark. Zu den Banken, den angeblichen Favoriten des Jahres 1995. Wir haben bei der Commerzbank ein Minus von 1,50, bei der Deutschen Bank ein Plus von 3,20 Mark. Die Deutsche Bank konnte sich über die gesamte Präsenzbörsensitzung hinweg im Plus halten. Kompliment. Dresdner Bank im Minus mit 50 Pfennig bei 401 und die Allianz verlor 9 Mark auf 2429. Eine sehr vergleichbare Situation am deutschen Rentenmarkt, aber die haben wenigstens einen wirklich greifbaren Grund dafür. Die haben nämlich Angst, dass die großen institutionellen Anleger, die ja die Rentenbestände des Jahres 94 längst abgeschrieben haben, nun bereit sind, von diesen Beständen etwas abzugeben. Noch ist dies nicht der Fall, meine Damen und Herren. Es kann aber noch kommen. Vielleicht wartet man erst auf einen guten Tag, wo man in steigende Kurse hinein verkaufen kann. Also, niemand will sich da auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Man ist bereit, ein bisschen was zu geben, aber mehr auch nicht. Die Umsätze auch dort bescheiden. Wir haben Verluste so in der Spitze etwa bis zu 23 Pfennig gehabt und die Umlaufrendite ist erneut gestiegen und zwar erneut um einen Punkt auf 7,57. Die Renditen der einzelnen Laufzeiten wie immer erst später. Jetzt ein Blick auf die Trendvertafel Nummer 2 und da haben wir die drei Farben. Alle drei begannen gut und zwar im Plus und dann warten wir auf die Tafel. Ich höre gerade, es dauert nur noch eine Sekunde. Eine Sekunde in Berlin kann allerdings sehr lange sein. Nein, es war in der Tat eine Sekunde. BASF im Plus mit 40 Pfennig bei 314,60 und Bayer dann im Minus mit 20 Pfennig, auch höchst verlor, 20 Pfennig auf 327. FIBA im Minus mit 92, Siemens im Plus mit 2,30 bei Mannesmann. Mannesmann wird favorisiert, vor allem vom Ausland haben wir ein Plus von 50 Pfennig auf 419,50. Karstadt im Minus mit 9,20 Mark bei 549,80. Konnte sich in den letzten 30 bis 40 Minuten der Handelszeit etwas verbessern. Wir hatten dort schon mal ein zweistelliges Minus. Bei der Kaufhof AG, meine Damen und Herren, ein Schlusskurs von 469, ein Rückgang von 3 Mark. Und jetzt ein Blick auf die Feinunze Gold. Mittelkurs im Augenblick. Lassen Sie uns, uns überraschen, 381,40 Dollar. Das hat sich ungeheuer lange Zeit nicht bewegt und jetzt haben wir noch ein kleines Minus von 10 Cent dazu bekommen. Also 1,10 Dollar Minus im Vergleich zum zweiten Fixing des letzten Handelstages des alten Jahres, meine Damen und Herren. Denn gestern war London ja geschlossen, also da lag das Fixing bei 382,50 Dollar. Jetzt zurück nach Berlin zu weiteren Nachrichten. Wir sehen uns gleich wieder. Das Geschäft an der deutschen Terminbörse verläuft heute recht lebhaft. So wurden in der DAX-Option bereits 35.563 Kontrakte umgesetzt, immerhin gut 10.000 mehr als gestern um diese Zeit. Das Put-Call-Verhältnis hat sich im heutigen Handelsverlauf kaum verändert, es verharrt auf einem recht hohen Niveau von 1,3. Ein ähnliches Bild bieten die Aktienoptionen. Auch dort hat der Handel sich deutlich belebt. Bis jetzt gingen 20.756 Kontrakte um. Das sind rund 7.000 mehr als am Vortag. Das Put-Call-Verhältnis erreicht einen Wert von 0,6.
Und nun die Kurse ausgewählter Devisen. Hier beginnen wir wie immer zunächst mit dem US-Dollar. Er notiert bei einer Mark 55,86 deutlich fester, plus 0,6%. Der Kanada-Dollar zieht mit und steht bei einer Mark 11,47 und das britische Pfund konnte sich ebenfalls verbessern um plus 0,6% auf 2,43,41 Mark. 100 französische Franc werden mit 29,016 Mark gehandelt, 100 Schweizer Franken mit 118,39 Mark und der italienischen Lira hilft eine Äußerung von Bundesbankpräsident Tietmeyer. Tietmeyer hatte gestern gesagt, er halte die Lira für unterbewertet und hier das Ergebnis plus 0,6%, fast 96 Pfennig, 95,99 Pfennig für 1000 Lire der Kurs. 100 spanische Peseten notieren mit einer Mark 17,92, 100 portugiesische Escudos mit 97 Pfennig 42 und 100 Dänenkronen unverändert bei 25 Mark 46,6. Der Wert von 100 japanischen Yen, 1 Mark 55,47, 100 Hongkong-Dollar kosten 20 Mark 13,5 und der Austral-Dollar wird gehandelt mit 1 Mark 20,13. So, DAX-Prognose, ein letzter Hinweis am heutigen Tag, meine Damen und Herren. Also erraten Sie den Schlussstand des deutschen Aktienindex am Ende dieser Woche, am Ende der Präsenzbörsensitzung am kommenden Freitag. Notieren Sie diese Zahl und wenn Sie sie auf einer Postkarte notieren, dann bitte schicken Sie sie an folgende Adresse und zwar sehr schnell. NTV Postfach 3399 in 10108 Berlin. Ich wiederhole, NTV Postfach 3399 in 10108 Berlin. Besser und bequemer ist es, Sie schicken uns ein Fax und zwar an folgende Nummer. 030 für Berlin 6093859. Ich wiederhole, 030 für Berlin 6093859. Sputen Sie sich, denn ein Sendeschluss ist morgen, der Mittwoch, 4. Januar, Punkt 12 Uhr. So, wir kommen nochmal zum deutschen Rentenmarkt und zwar zu den Renditen der einzelnen Laufzeiten. Ich hatte es bereits erwähnt, die durchschnittliche Umlaufrendite wie gestern um eine Stelle gestiegen und zwar auf 7,57 und jetzt ein Blick auf die Renditen der einzelnen Laufzeiten. Im kurzen Bereich bei den 3- bis 5-Jährigen haben wir einen Plus von 2 Stellen auf 7,23. Ein Anstieg von einer Stelle im mittleren Bereich auf 7,66 und bei den über 8- bis 15-Jährigen ein Plus von 2 Stellen auf 7,73. Was, meine Damen und Herren, und das ist jetzt die wichtige Frage an dieser Stelle, hat uns die Telebörse heute Abend zu bieten? Einmal um 19.10 Uhr. Da wagen wir einen Ausblick auf die Konjunktur des Jahres 1995 und zu Gast ist Hans-Helmut Kotz von der Deutschen Girozentrale. Und um 22.15 Uhr dann ein Unternehmensporträt. Ford steht bei uns auf dem Prüfstand. Zu Gast ist Alex Trotman. Das ist der Chairman von Ford. Ein Blick auf die Uhr. Ja, viel Zeit haben wir nicht mehr. Widmen wir uns dem Nachmittag mit anderen Worten, dem IBIS-DAX, meine Damen und Herren. Und der notiert zurzeit bei 2072,70. Das ist ein Rückgang von fast genau 2 Punkten im Vergleich zum Schluss hier an der Präsenzbörse. Der Schluss lag nämlich bei 2074,78. Beim Bund Future inzwischen plus minus 0. 88,91, also genau der Schluss des Vortages. Und beim DAX Future haben wir einen Stand von 2094, einen Rückgang von 6 Punkten. Der Dollar weiter unter 1,56, bei 1,5577, so der Geldkurs. Das war's. Was mir bleibt, ist die Hoffnung, dass morgen, meine Damen und Herren, die Umsätze sich ein bisschen bewegen. Dass wirklich hier ein bisschen Leben in die Bude kommt. Also drücken Sie uns gemeinsam die Daumen. Wir sehen uns morgen wieder an dieser Stelle um 10.55 Uhr. Jetzt zurück nach Berlin. Tschüss. Schluss mit der Erbsenzählerei. Forbes jetzt im Mini-Abo. Wählen Sie gebührenfrei 0130 3430 und Sie bekommen 3 Ausgaben für nur 15 Mark. Und als kleines Dankeschön die Forbes Mini-Datenbank. Also einmal wählen, dreimal lesen. So denkt man heute. Forbes, das moderne Wirtschaftsmagazin. Jetzt! Hardy Krüger präsentiert Raubtiere, der gnadenlose Kampf ums Überleben. Die besten Tierfilme der Welt von Survival. Krokodile sind die letzten Giganten des Saurierzeitalters. Die alles zermalmenden Kiefer dieser Killermaschinen feiern alljährlich ein Schlachtfest. Sie killen absolut brutal, wenn Gnus in die Nähe kommen. Ich bin froh, Ihnen diese Reihe Raubtiere, der gnadenlose Kampf ums Überleben zeigen zu können.
Diese Videos sind nicht im Handel erhältlich. Rufen Sie gleich 0781 6453 an und beginnen Sie Ihre Abenteuerreise mit Krokodile, die Killer der Urzeit, für nur 19,95 Mark. Ihnen stockt der Atem, wenn Sie in weiteren Filmen Löwen oder Tiger hautnah beobachten und einen Albtraum mit den Räubern der Meere erleben. Rufen Sie jetzt 0781 6453 und Sie erhalten Krokodile zum Kennenlernpreis von nur 19,95 Mark. Exklusiv von Time Warner Entertainment. Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an. Ihr Hardy Krüger. Die Wirtschaftsnachrichten. IFO sieht rosige Zeiten. Das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut erwartet bis zur Jahrtausendwende einen kräftigen Aufschwung in Deutschland. In einer Konjunkturprognose sagt das IFO-Institut jährliche Wachstumsraten von real 3% voraus. Noch deutlicher sollen die Steigerungen in Ostdeutschland ausfallen. Auch der Arbeitsmarkt werde sich zusehends entspannen, die Arbeitslosenquote allerdings nicht unter 7% sinken. Talfahrt hält an. Das von Staatspräsident Zedillo für heute angekündigte wirtschaftliche Notprogramm für Mexiko soll ein Volumen von 18 Milliarden Dollar umfassen, das meldet die Financial Times. Gestern war eine Zahl von 15 Milliarden genannt worden. US-Finanzminister Newman hatte angekündigt, die Kreditlinie für Mexiko werde um 3 auf 9 Milliarden Dollar erhöht. Auch der Internationale Währungsfonds bemüht sich dem Vernehmen nach um ein Hilfspaket für Mexiko. Trotzdem verlor die Landeswährung Peso weiter an Wert, zuletzt rund 5% gegenüber dem US-Dollar. Nicht ganz so kräftig. Die Produktion der österreichischen Industrie ist im vergangenen Jahr mit einer Jahresrate von vorläufig 3,8% gewachsen. 1993 hatte sich noch ein Minus von 2,5% ergeben. Für dieses Jahr wird ein Produktionsanstieg von 4,5% erwartet. Soweit die Wirtschaftsnachrichten. Weitere Nachrichten jetzt gleich mit Karin Ficke. Ruhigeres Wetter ist in Sicht. Über Mitteleuropa lässt die Bewölkung nach. Das verdanken wir dem Hochdruckgebiet Edgar. Bis morgen erreicht es mit seinem Zentrum Deutschland. Im Westen gibt es so heute schon Aufheiterungen, im Osten dagegen noch wechselnde Bewölkung. Verbreitet sind dabei Schneeschauer möglich. Im Alpenvorland und im Nordstarrow des Erzgebirges auch länger andauernder Schneefall. Die Temperaturen zwischen plus 2 und minus 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Morgen wird es überwiegend heiter bis wolkig, mit Werten zwischen 0 und minus 5 Grad, aber auch kälter. Schneefall ist allerdings kaum noch zu erwarten. Der Wind lässt nach und weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Nach der Wochenmitte nimmt die Bewölkung in Deutschland vorübergehend wieder zu. Dafür wird es aber auch milder. Zum Wochenende kehrt dann die Sonne zurück, allerdings mit sinkenden Temperaturen. Endlich gibt es die CD-Collection. Nur mit Nummer 1-Hits aus den internationalen Top 10. Das Beste aus 30 Jahren Musikgeschichte. In über 400 Originalaufnahmen. Wählen Sie 0180 533 0033 und bestellen Sie die ersten drei CDs für zusammen nur 29,90. Rufen Sie jetzt an.